Also bei uns sieht man schon Sachen, was andere Leute nicht sehen können. Also die U-Bahn-Tunnel in der Nacht, das ist schon was Besonderes. Ich bin der Nico, bin 25 Jahre alt und bin seit 2015 bei der Wiener Linien als Zugsicherungsanlagetechniker. Ich bin dafür zuständig, dass die U-Bahn-Züge am Gleis sicher fahren können. Am meisten Spaß macht mir, dass wir auch viel unterwegs sind und nicht den typischen Bürojob haben. Wir arbeiten grundsätzlich im Schichtdienst. Das kann man sehr gut mit der Privatzeit vereinbaren. Wenn man bei uns anfangen möchte, braucht man technische Know-hows. Eine Fachschule für Mechatronik oder irgendwas Elektronisches wäre praktisch. Unsere Aufgaben sind Züge elektronisch reparieren, Baugruppen warten, elektronische Wartungen und wir haben auch Störungsdienst. Es ist schon wichtig, dass man unter Druck arbeiten kann. Wenn man zum Beispiel eine Störung hat und man ein bisschen unter Zeitdruck ist, dass man ruhig bleibt und das so rasch und genau wie möglich zu beheben. Was man mitbringen muss, ist Genauigkeit, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit ist sehr wichtig. Aufstiegschancen hat man sehr viele bei der Wiener Linie. Wenn man engagiert und motiviert ist, kann man wirklich schnell und leicht aufsteigen. Wir werden auch intern immer unterstützt mit unseren Anlagenweiterbildungen. Wir haben jährlich immer Schulungen und auch so kann man sich weiterbilden bei uns. Ich bin schon sehr stolz auf meinen Job. Weniger Störungen bedeuten glückliche Fahrgäste, mehr Leute, die auf die Office umsteigen und weniger Schadstoffe für die Umwelt.